Wer war Adenne? Fernsehvater, Roter Baron, Enkel von Effi Briest. Geachtetster und gefürchtetster Forscher der DDR. Sein Wort hatte Gewicht. Die Staatsmacht war ihm wohlgesonnen, doch er war ihr ein Dorn im Auge. Bekanntschaften pflasterten seinen Weg, doch war keiner so bekannt wie er. Das ist unser Namenspatron, Manfred von Adenne. Der Waldfriedhof Weißer Hirsch. Hier liegt Manfred von Adenne. 32 Jahre lang forscht er in einem der schönsten Stadtteile Dresdens. Seit 1955 lebte und arbeitete er hier, die längste Zeit seines Lebens an einem Ort. Doch der Weg dahin war steinig. Ein solch triumph- und schicksalsbehaftetes Leben führten nur wenige. Seine Karriere als Forscher begann in Berlin. Nach früher Förderung durch die Eltern und Erfolgen auf dem Bereich der drahtlosen Transmission schaffte Adenne auf der IFA 1931 den Durchbruch und erlangte weltweite Berühmtheit. Dass wir damals als Einzige das Fernsehen mit Kathodenstrahlröhren während der ganzen Ausstellung vorführten, dass dem liegen einige glückliche Umstände zugrunde, dass wir also Elemente für die Fernsehtechnik im Hause hatten, zum Beispiel diese Röhre. Dann kam mir am 14. Dezember 1930 die Idee eines ganz einfachen Fernsehbildabtasters mit meinen Elementen, die ich im Hause hatte. Das war die Erfindung des Flying Spot Scanner, also Leuchtfleckabtasters. Da wird also ein Raster auf dem Schirm der braunen Röhre geschrieben, das wird optisch abgebildet auf dem Diapositiv oder auf dem Film und dann gibt danach die Signale, die dann im Breitbandverstärker verstärkt werden. Das ist die heute noch Haupttechnik für die Übertragung von Filmen im Fernsehen, was so einfach ist. Aber eine große Perspektive und die Technik wäre an sich dazu reif, würde ich darin sehen, dass man die Zeilenzahl beim Fernsehen noch einmal verdoppelt, also auf etwas über 1200 Zeilen bringt. Das würde einen ungeheuren Qualitätsgewinn bringen und ohne dass der technische Aufwand nicht mehr tragbar sein würde. Adenne wäre froh über die heutige Entwicklung gewesen. Aber 1980 war nicht das einzige Mal, wo er visionäre Gedanken äußerte. Bereits 1962 veröffentlichte er den Aufsatz Vision zur Technik des Jahres 2000, in welchem er Aussagen über alle naturwissenschaftliche Disziplinen traf. Darunter waren Überschallflugzeuge, Knautschzonen in Autos, Ultraschall und selbst Halbleitertechnik. So schrieb er: Die sozialistische Planwirtschaft der Zukunft wird ohne Rechen und ohne Speicherzentralen undenkbar sein. Erlaubt sich die sonst prüde verhöhnende Zukunft. Aber hier in Lichterfelde entwickelte er sich nicht nur zum Experten für Rundfunktechnik, sondern auch für elektronenoptische Systeme. Denn auf einem solchen Prinzip beruht auch das von Adenne 1937 entwickelte Raster Elektronenmikroskop. Doch er war vielseitig interessiert. So gibt es seit 2007 die Sternwarte von Adenne in Dresden. Und auch Professor Hermann konnte sich von Adennes Astronomiebegeisterung überzeugen. Und mich als Astronom interessiert natürlich ganz besonders dieses Original-Galilei-Fernrohr. Das war für mich ein großer Eindruck, mit diesem Fernrohr zum Beispiel die Monde des Jupiters so zu beobachten, wie es damals auch Galilei gesehen hat. Ja, das war ja dieselbe Optik. Sie haben also die historische Entdeckung für sich persönlich mit einer ganz ähnlichen Optik nochmal wiederholt.
Ja, mit einer Optik, die aus Galileis Hand kam. Ja. 1945 dann kam der große gesellschaftspolitische Umbruch. Der Krieg war verloren. Trophäenbrigaden und russische Soldaten, sie umstellten die Villa in Lichterfelde. Was interessierte Sie damals besonders an meinem Vater? Ihr Vater ging mit uns sehr vertrauensvoll um. Es gab einen Durchgang zu einem unterirdischen Bunker unter der Villa, in den er uns brachte und uns sofort die besten Sachen zeigte, die er da unten aufbewahrt hatte. Dann stellten wir ihm die Frage, wie seine persönlichen Pläne betreffs der Sowjetunion aussehen. Und er antwortete sehr gewitzt: Wenn ich nicht mit den Russen zusammenarbeiten wollen würde, hätten sie uns hier nicht vorgefunden. Wir haben Koffer gepackt für 14 Tage und dachten, wir kommen zurück und so weiter. Und wie wir mit dem Auto rausfuhren auf den Flugplatz, sind hinter uns um die Ecke rumgestanden 200 einfache Soldaten und haben das ganze Haus und Bunker und alles eingepackt bis aufs letzte Gemälde, was mir bis heute schleierhaft ist, hin und zurück. Und wie wir in Moskau sind wir also ausgestiegen aus dem Flugzeug und gingen, und da kam von da hinten, wie nennt man diese Gebäude, die Aufenthaltsgebäude, kamen 5 Leute uns entgegen, aber weit, man konnte sie kaum erkennen, und in der Mitte eine Frau. Da sagte die Frau in der Mitte, kam sie vor und sagte zu mir, ich bin Lydia Apriamova, wo sind Ihre Kinder? Und da wusste ich, wir kommen nie mehr zurück. Adene kam mit seiner Familie an die Perle der russischen Riviera, in die heute autonome Republik Abchasien. Noch jetzt befinden sich dort einige Gerätschaften aus Lichterfelde. So etwa das Zyklotron mit seinen 60-Tonnen-Magneten. Der Grund? Adene wurde hier für die Grundlagenforschung zur Isotopentrennung zuständig. Es ist eindeutig, dass die Deutschen an der Konstruktion der Atombombe nicht beteiligt waren. Ist sicher? Absolut sicher, nicht beteiligt. Ihre Hauptaufgabe war es, das Material zum Bau der Atombombe zu beschaffen. Besonders reines Uran für die Atomreaktoren. Trotz Gesprächen mit dem Chef der Geheimdienste der Sowjetunion, Lavrenti Beria, lehnte Adene die Leitung des Programms ab. Der nationalen Ehre wegen sei die Herstellung der Bombe Aufgabe der sowjetischen Spezialisten. Da haben wir das deswegen von vornherein als notwendig angesehen und auch aus ethischen Gründen gerne gemacht, weil uns völlig klar war, dass der nukleare Frieden in Gefahr ist, wenn nur eine Seite über die Atomwaffe verfügt und wenn nicht schleunigst ein atomares Patt zwischen West und Ost herbeigeführt wird. Dies ist nur ein kleiner Auszug von Adenes Leben. Ungeachtet sind die Leistungen für die Medizin mit seiner Sauerstoff-Mehrschritt- und Krebs-Mehrschritt-Therapie, die Anlagentechnik mit Hochöfen und Beschichtungsanlagen, sein unermüdlicher Einsatz für die Bildung, sein Wirken am Rundfunk und seine Begegnung mit Leuten, wie wir hier die Welt veränderten. Er sagte einmal, dass sein Erfolg darauf beruht, dass er nie etwas als abgeschlossen ansieht. 60 Jahre umtriebigen Forschens machten ihn zu einer der größten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Unseren Namenspatron Manfred von Adenauer.